Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 2. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 534 und heute wünsche ich euch und sicherlich der Achim auch einen wunderschönen Start und ein, wie sagen wir so schön in der Schweiz, ein gutes Neues, ein gutes Neues. Was habe ich heute für Themen mitgebracht? App Store Millionäre, Steam, Windows 10, To-Do, Dampfmaschine und Spotify. Zuallererst beginnen wir mit den App Store Millionären. Im Jahre 2018, also in dem vom letzten Jahr, haben wir insgesamt 164 Publisher, die jeweils ihre erste Million im Mac App Store, also im iOS App Store, verdient haben. Das im größten Teil natürlich wie immer im Bereich der Spiele. Die machen 33% der Statistik hinaus, 12% Lifestyle oder 10% Lifestyle und Fitness ist noch dazwischen mit diesen 12%. So rum, jetzt habe ich das wieder zusammen. Genau. Schön, dass der App Store immer wieder mal Leute hervorbringt, die eben auch wirklich ein bisschen Geld mit einholen. Und ich denke, über das Große und Ganze können sich viele über erfolgreiche Verkäufe freuen. Wie das halt immer so ist bei den großen Mengen an Apps, die es da drin gibt, gibt es sicherlich auch die ein oder andere App, die halt dann nicht ganz so funktioniert. Aber dennoch, so große Zahlen sind immer wieder mal schön zu hören. Und zum Jahresanfang sowieso. Auch Zahlen, aber weniger schön sind diejenigen, die gestern rausgekommen sind. 1.1.2019 wurde es eingestellt. Steam für Windows 7 wie auch Windows Vista. Ein bisschen falsch. XP und Vista, so rum. Wer also noch auf XP oder Vista unterwegs ist, das hoffe ich doch selten einer von unseren Hörern, der kann nicht mehr mit Steam spielen. Windows 7 funktioniert nach wie vor und natürlich auch Windows 10. Ich rate euch sowieso, wenn ihr könnt und eure Apps und alles die Möglichkeit unterstützen, auf Windows 10 zu wechseln. Mein Lieblings-Windows seit NT, würde ich mal ganz stark behaupten. Ja, mit was gehen wir weiter? Windows 10 hat Windows 7 vom Sockel gehauen. Eine News, die ich euch anfangs, ich glaube Dezember war das, letzten Jahr auch hier in der Daily erzählt habe, dass Windows 10 im Dezember das erste Mal Windows 7 überholen könnte. Das unter anderem natürlich wegen dem Weihnachtsgeschäft und den zahlreichen verschenkten und selber gekauften Computern, neuen Rechnern, Ultrabooks etc. Und ja, es ist soweit. 39,22 versus 36,99%. Es geht vorwärts und ich hoffe jetzt für Windows 7, dass das auch dabei bleibt und stetig weiter wächst. Schöne Zahlen. Weitere solche Zahlen auch zu Browserverteilungen etc. und natürlich auch den eigenen Zahlen, die die Plattform Dr. Windows, eine oder wahrscheinlich die größte Windows-Plattform für mit Neuigkeiten und so weiter in Deutschland, könnt ihr bei daily.geektalk.ch im Link nachlesen. Auch geht's weiter mit Microsoft To-Do. Ich habe es ja immer wieder mal, mein Lieblings-To-Do aktuell seit langer Zeit. Und die haben, oder das Entwicklerteam dahinter, hat bekannt gegeben, was man im 2019 angehen wird. Neben geheimen Features, die sie noch nicht publik machen möchten, ist das eine native App für macOS. Ach, ich hoffe, die kommt Anfang und nicht Ende Jahr. Darauf warte ich ja schon ganz, ganz lange. Unterstützung für Dateianhänge kann man machen. Erstellungen von Ordner kann man auch machen. Übernahme von gekennzeichneten E-Mail auf Aufgaben etc. Wie gesagt, mich der größte Punkt, was ich nach wie vor seit langem vermisse, ist die native macOS App und die soll kommen. Ich freue mich drauf. Nutzt ihr die? Wenn ja, was vermisst ihr davon oder was freut ihr euch am meisten? Etwas Kleines habe ich euch noch. Vor 250 Jahren, gestern, nicht heute, leider, aber ich muss ja die folgend gestern auslassen, weil einfach fast überhaupt keine Tech-News mit drin hatten. Und somit habe ich noch ein Thema, was gestern aktuell war. Gestern vor 250 Jahren die Erfindung der Dampfmaschine von James Watt. Wie das Ganze damals durchging, falls ihr den Stoff der Schule nicht mehr ganz so präsent habt, könnt ihr nachlesen auf heise.de. Den Link dazu haben wir natürlich wie immer bei uns in den Shownotes mit drin. Und ja, was ist das oder was steht das 2019 für euch? Auf was freut ihr euch? Maschinelles
sehen, was haben wir alles, was so kommen könnte. Wir haben 3D-Druck, die im Bereich Lebensmittel, Hausbau und so weiter vorwärts machen können. Smart Cities wird sicherlich ein großes Thema sein. Die ganze Digitalisierung im Autos. Was wird noch kommen in diesem Jahr? Schöne neue Gadgets. 5G wird weiter ausgebaut. Wir dürfen uns also über schöneres, schnelleres und einfach vor allem stabileres Internet freuen, was das anbelangt. Und ich bin gespannt, oder wir sind gespannt, was ihr da für Themen habt, die euch im 2019 bewegen werden und oder auf was ihr euch freut in diesem Jahr. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Neuigkeit für all diejenigen, die uns über einen alternativen Podcatcher hören. Das sind ja weitaus die meisten. Es gibt eine weitere Möglichkeit, wie ihr uns hören könnt. Spotify bietet ja seit einem Weilchen die Möglichkeit, auch Podcasts mit reinzunehmen. Und das ist jetzt passiert. Zu Weihnachten habe ich das, glaube ich, dann schlussendlich auch aufgeschaltet. Ab sofort könnt ihr die Geek Talk Daily, aber natürlich auch den Geek Talk News Podcast und die ganzen anderen Formate über Spotify euch anhören. Der Link dazu ist wie immer in den Shownotes, ansonsten generell in der Sidebar auf der rechten Seite, auf der Webseite im Blog, da ist neben dem iTunes und direkten RSS-Link neu auch der Spotify-Link. In diesem Fall viel Spaß euch beim Anhören unserer neuesten Folgen. Euch nochmals einen schönen Start in dieses neue Jahr. Wir freuen uns auf euch und auf bald wieder. Spätestens hoffentlich doch morgen mit einer neuen Folge Geek Talk Daily. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.